Jane Fonda, Schauspielerin, Klimaaktivistin, Sexsymbol und seit kurzem auch der offizielle Opernballgast von Richard Lugner, stellte sich am Mittwoch in der Lugner City endlich den brennenden Fragen der österreichischen Presse. Dabei gehört die Dame trotz ihrer 85 Jahre längst nicht zum alten Hollywood-Eisen. Im letzten Jahr drehte Fonda immerhin noch 3 Filme. Einer davon mit dem legendären Star-Quarterback Tom Brady. And Tom Brady is producing the movie, also acting in the movie. And I just want to say, he's a very good actor. Who knew? Nach Wien kam Fonda überraschend schlecht vorbereitet. Dass der Opernball keine Oper ist, war der Schauspielerin nicht bewusst. Und dass die Lugner City keine richtige Stadt ist, entzog sich auch ihren Kenntnissen. Well, I'll be very honest. I thought until yesterday that I would be going with this wonderful man who has a city named after him. I've never sat next to anybody who has a city named after them. But at any rate, that I thought I was going to an opera. But now I find out that it's an opera ball. Warum sie dann überhaupt nach Wien gekommen ist, ist schnell erklärt. Well, they pay me quite a bit of money. Ah ja, die Motivation für ihre Reise nach Wien war dann doch das liebe Geld. Zumindest setzt sie ihre Verdienste aber für einen guten Zweck ein. This year I'm totally devoted to climate, to fighting the climate crisis. I'm not working, I'm not earning any money. And so every now and then during the year I accept an engagement that pays me money so I can pay my bills. Auch für die Klimakleber zeigte Fonda Verständnis und zur Lage in der Ukraine hat Jane Fonda eine ganz eigene Meinung. We all would love to have a ceasefire, but I think that we all know that really that is up to Mr. Zelensky. Die letzten Tage hat Jane Fonda übrigens auf Museumstour verbracht und war im Belvedere, im Leopold Museum und in der Albertina unterwegs. I've been to Vienna before. I've been to these museums. I couldn't wait to get back. These are the great museums in the world. It was so wonderful. Ganz so fit wie in früheren Tagen ist Fonda aber heute nicht mehr. Den Tanz mit dem Baumeister will sie auslassen. Da würde die künstliche Hüfte nicht mitmachen. No, I am not going to dance tomorrow. And I will tell you why. I have a fake shoulder, 2 fake hips, 2 fake knees. I'm old and I may fall apart. Ja, das war sie also, die lang erwartete Pressekonferenz von Jane Fonda. Und sie war, das muss ich zugeben, ausgesprochen lustig. Auch wenn man das Gefühl hat, dass sie so ein kleines bisschen unfreiwillig komisch war. So wusste die Dame zum Beispiel nicht, dass sie zum Opernball geht und nicht zu einer Oper. Und außerdem dachte sie, dass eine ganze Stadt nach Richard Lugner benannt ist. Der Beliebtheit dürfte es keinen Abbruch tun. Zahllose Fans sind heute hierher in die Lugner City gegondelt, um ein Autogramm der Ikone zu erhaschen.